Hey yo, Leute, und herzlich willkommen zu letztes Turnier. Okay. Ja, League of Legends. Und heute ein bisschen peppiger. Ja, weil eine Freundin von uns gesagt hat, kommt ein bisschen peppiger rüber. Ja, heute mal ein bisschen peppiger. Und da ist der kleine Rumble und versucht der Riven den. Das habe ich nicht auf die Gitarre. USK ab 16. Bei mir hängt das gerade irgendwie ein bisschen. Ja, bei mir hat es gerade auch gehangen, als Dive-Modus aktiviert wurde. Irgendwie hängen bei mir die Minions. Lautstärke ein bisschen hochdrehen. Nee, yes. Zeit läuft weiter. Ja. Ah, da war. Das also das mit Rumble fuckt immer so ab mit seinem Flammenwerfer da, ey. Ja. Rumble hat schon einige Vorteile. Mit dem Spammen allerdings Riven ja auch und ich würde sagen, Riven ist sogar ein bisschen tankiger als Rumble eigentlich. Ja, ist ja auch so. Wenn man so auf die Leben guckt, wenn ich ihn zu fassen kriege, aufgerundet 800 und jetzt 800. Etwas mehr als 800, 803. Jetzt halt, die haben beide Schild, das ist extrem nervig. Riven, okay. Hey. Hängt das bei dir auch ab und zu so gerade? Ja, irgendwie schon. Merkwürdig. Wow. Alter, warum ab und zu. Okay, das ist irgendwie ein bisschen doof. Ich hoffe, was das jetzt nicht so für die Zuschauer sein wird, sondern nur ein bisschen für uns. Wird zwar ein bisschen schwieriger dann zu kommentieren, allerdings. Bei mir war gerade so, dass alles sich gerade aufgehangen hat. Der Flammenwerfer wurde dann irgendwie so zu einem kleinen Feuerwehrschießer. Also so Sternchen oder geschossen. Bei mir teleportiert sich Riven ab und zu hin und her. Alter. Ging in die Hose. Alter, Riven geht gleich drauf. Riven hat kleine Startschwierigkeiten. Ist doch die so. Items sind gleich mit Rumble. Außer den Unterschied, was Rumble sich noch einen verstärkten Wälzer geholt hat für den Schaden. Mhm. Oh, Lord. Dafür müsste sie allerdings mehr Pots gehabt haben. Ich so auf das Geld gucke. Halt, fuck mal ab, wenn Riven anlaufen will, ne? Zum ersten Angriff, zum Angriff, dann erwartet sie der krustige Käse von. Wer ist der Rumble? Krustige Käse? Was hast du denn heute geraucht? Keine Ahnung. Ich hab heute zu lange geschlafen. Als der spielt schon mal. Oh. Sehr auf den Flammenwerfer und verlässt sich nur da drauf. Soldat, oh. Das war nice. Allerdings hat man gesehen, Rumbles Flammenwerfer kam ein bisschen spät und schon blieb der Schaden von ihm weg. Yep. Und Riven konnte den Schaden machen. Was kauft sich denn Riven? Okay, der Hextinker, das finde ich immer, das ist irgendwie nur so ein Item, was man am Anfang nicht so kaufen sollte. Mehr, also ich würde da lieber. Keine Ahnung, das anfangen mit diesem, wie heißt es, flinkes Monsterschwert oder sowas. Also es hat so, die wird durch Quecksilber aufgebaut. Quecksilberschwert hieß es ja. Ich würde da erstmal drauf gehen, weil irgendwie habe ich dann also das Gefühl Schaden und genug Restrüstung gegen Rumble. Ja, beide Farben halt. Wie sonst etwa. Der Unterschied macht mich gerade etwas stutzig. Wo Riven gerade noch Level 6 war und Rumble schon Level 8. Müsste sogar gleich Level 9 sein. Du kannst doch die EP sehen. Ja, hast recht. Also Riven ist gleich Level 8 gerade mal und Rumble dahin fast schon bei der Hälfte auf Level 9. Ja. Da hat mir kurz die Sprache verschlagen. Rumble ist ein Atembaum der Schem. Ist auch und so. Dazu den Kavalei. Kavalei. Ganz eindeutig, man sieht, Riven haut den Schaden raus. Allerdings hat Rumble ja genauso wie Riven auch noch ein Schild. Das Problem ist einfach nur, Rumble hat viel zu viele Fernkampffähigkeiten.
Ja, und Rumble hat die Eigenschaft mit seinem Flammenwerfer. Wenn er den aktiv hat, kann er gestunt werden oder sonstiges mit ihm gemacht werden. Der Flammenwerfer bleibt aktiv. Ich frag mich, auf was Riven ihre Skill. Auf den Stun zieht sich Riven. Auf die Skill der Stuns. Warum auch immer. Der Stun ist ja nicht mal so wichtig bei Riven. Mehr die Kuh. Wahrscheinlich wegen dem One-on-One, was sie darauf setzt, umso länger der Gegner gestunt ist, umso besser für sie. Jetzt habe ich schon wieder so komischen Lag. Bei mir läuft's gerade flüssig. Ja, gerade hatte ich einen Lag irgendwie. Lol, spackt wieder irgendwie ab. Rumble aber dahin auch weitergehend, dass er echt noch seinen Flammenwerfer sich spezialisiert. Was war das denn gerade für ein Schild? Achso, das war Hextrinker. Aktive. Ja. Nee, passive. Ah doch. War richtig passive? Da war, ich sehe die so selten im Spiel, deswegen dachte ich, was eine aktive ist. Nee, das ist eine passive, weil sie sich aktiviert, wenn du auf einem kritischen Level wirst mit deinem HP. Boah, man sieht hier richtig, dass Rumble nur am Pushen ist. Rumble hat ja auch 33 im Gegensatz zu Riven nur 11 Minions. Ja, das stimmt wohl. Ja, jetzt ist das Tod von Riven. Da habe ich gerade einen Lag. Ich habe gesehen, was er die Ulti abgeschossen hat, aber nicht wohl. Ja. Und Riven hat gerade echt gefällt. Sie hat nämlich ihn angegriffen, wurde nicht von der Ulti abgetroffen, dann als er auf wenig Leben war, ist sie durch den Raketenstrom oder was immer das sein soll, durchgerannt. Deswegen. Mhm. Und die spack Riot halt wieder rum, ne? Ich mach keine Äußerungen auf YouTube. Urheberrechte könnten ein bisschen. Ach, Themawechsel. Zurück zum Kampf. Rumble massakriert ziemlich den Tower gerade. Ja. Das könnte Riven nicht so gut bekommen. Vor allem, weil es schon 2-0 steht. Mal gucken wir mal aufs Geld. Rumble hat insgesamt 3000. Könnte sich davon einen Rabadons kaufen? Was er wahrscheinlich nicht tut. Weil fast jeder Rumble, den ich gesehen habe, der kauft sich nie vampirisches. Wilde Alten meinst du? Ja, das meine ich. Ich weiß jetzt, ich wusste nicht, wie es heißt. Zaubervampir, ne? Und diese Maske kaufe ich mir auch immer mit Rumble. Ja, das. Aber die meisten Leute vergessen das. Ich habe schon Leute gesehen, die haben sich einfach direkt am Anfang Gleisers gekauft. Na, dann nach einfach nur Rabadons. Stumpf. Wäre ich jetzt nicht so unbedingt dafür, was für Rumble so gut wäre. Ja, ich weiß nicht genau. Du bist der Rumble Pro hier. Das Problem ist halt, Rumble ist zwar Nahkämpfer, hat aber zu viel, so extrem viele Fernkampf-Skills. Mhm. Und mit seiner mit seinem Schild, ist auch noch das, was er gut wegkommen kann oder hinkommen kann, weil er Lauftempo kriegt. Aha. Bei Riven ist es so ein kleiner Pups nach vorne. Ja, das geht. Ja, hier US Cup 24 noch. Ma, komm. Macht mal was hier. Man merkt schon, Riven hat einige Probleme gegen Rumble. Ja, weil Rumble halt extrem AOE-Schaden zieht. Und da war das Überhitzen. Was ist denn, wenn er überhitzt? Ich hab das noch nicht verstanden. Macht er denn doppelten Schaden oder was macht er da? Auf jeden Fall viel mehr Schaden. Und man sollte das Überhitzen so setzen, was man mit dem entweder den Flammenwerfer setzen kann oder halt, wenn man unbedingt was die E auch genug Schaden macht, was man dann halt die E damit perfekt aktivieren kann. Zweites Mal wenigstens hittet. Ja, das glaube ich dir. Ich spiele das meistens so, was ich das mit dem Flammenwerfer aktiviere und der Flammenwerfer sieht dann einfach enorm Schaden. Na, da wir so verspätet angefangen haben, weiß ich jetzt nicht genau, wann die Aufnahme steht. Deswegen warte ich hier die ganze Zeit, bis die FPS grün werden. Beide stehen jetzt schon wieder der Camper-Posi. Geht. Da ist wieder ein Heal und
Riven schnell hin, damit Rumble den ja nicht kriegen könnte. Warum braucht Rumble ihn noch? Er hat noch genug.